Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jenso in der Garage. Ich habe gerade eine nette Runde mit der ES6 gefahren und auf der Map Komarin. Komisch, diese Scheiß-Map Komarin. Ich habe auf Komarin immer lustige Gefechte. Oder was heißt lustig? Geile Gefechte eigentlich. Also da kann man nichts sagen. Also, und der Weg, den ich da fahre, der funktioniert auch fast immer. Ja, ES6 kennt er ja, ist ganz ordentlich mobil, 35 km/h fährt sie, hat 390 Schaden, rauszukloppen, 175 Penetration. Und wenn man sie exakt genau so zum Feind hinstellt, hier mit dieser Schweißnaht nach vorne, dann ist die Fläche angewinkelt, die Fläche angewinkelt. Und man hat relativ viele Bouncer und Abpraller und hat seine Freude dabei. Jupp, die haben wir ja noch nicht im Tank Inspector gezeigt. Das machen wir gleich mal. Sehen wir uns gleich im Tank Inspector. Bis gleich. Mr. Tank Inspector und die ES6. Folgendermaßen sieht das aus bei der ES6. ES6 hat verwendetes Material 100. 100er Blech. 100er Blech hier, 100er Blech da. Hier ist nur ein 90er Blech die Luke, das ist interessant. Und da auch 100er Blech. Unten die Unterwanne ist 120er Blech, das ist auch interessant. Jetzt seht man, wie das Ganze angeschrägt ist. Das ist also wunderbarer Winkel. Das heißt, wir haben aus 100 machen wir mal eben fast doppelt so viel durch die Schrägung, nämlich fast 200 hier und die Unterwanne 270. Ja, also das ist schon fett. Das ist schon echt fett. So, und jetzt propagiere ich ja immer ES6 anwinkeln, so dass die vordere Schweißnaht auf den Feind zeigt. Und dann wird hier aus der vorderen Platte 270 und aus der unteren auch so 260, 270. Und das ist der Grund hier aus der Platte auch 260, 270. Das ist der Grund, warum dann hier eigentlich so gut wie nichts mehr durchgeht, wenn ihr in einem netten Tier seid. Also natürlich im Tier 9 geht hier natürlich schon was durch, ne? Mit einer 300er Penetration könnt ihr hier durchschießen. Aber da seht ihr mal, was diese ganze angewinkelte Panzerung hier krass ausmacht, ne? So, also ich sag mal, so könnte man die ES6 hinstellen, weil die auch noch Schottpanzerung hat an der Seite. Dann haben wir hier fast eine 300er Wanne. Und hier unten irgendwie 250 bis 270. Also das ist schon eine Ansage. Turm ist, ja, der ist nicht so mega. Also hier, guckt mal von vorne, ne, 300 irgendwas. 350, hier 170. Also hier neben dem Turm werden sie euch wahrscheinlich durchzimmern können. Mir ist das noch nie passiert. Und auch durch die Blende nicht, aber immerhin kann sein. Ja, ach richtig, genau, das wollte ich ja nochmal gucken. Hier die Luke, die ist natürlich schwächer gepanzert, ne? Mit 90er nur, und das ist dann wohl auch, da hat man mir auch schon deutlich durchgeschossen, ne? Also Luke ist Weak Spot von vorne, würde ich mal sagen. Aber so ausgerichtet, macht doch die Luke 200 her. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einer ES6 auf eine andere ES6 schießt und die ES6 hat ja nur 175 Penetration, dann habt ihr es schwierig. Sehr schwierig, da durchzukommen. Daher, so stellt man die ES6, damit nichts passiert. Gut, treffen wir uns gleich im Game. Jo, ne? Wir sind auf Komarin und hat eine Windchance von 39%. Da ging mir echt ziemlich die Muffe. Also guckt mal, was alles im Gegnerteam grün und guten Skill hat. Bei uns bin ich mit einem zusammen irgendwie, mit zweien zusammen. Also die Arti ist noch ganz okay. Der T34, KV4 und ich, und ich bin, ich hatte schon wieder die Nase voll. Ich habe schon wieder gesagt, irgendwie Kacke. Ich mache dann immer, wenn so eine Sachen sind, schreibe ich dann in den Chat rein, wer gefokust werden soll, ne? Weil, guck mal, was jetzt im Chat steht, please focus T29, blub, blub, blub. Das heißt, ich guck mir die Spieler an, die im Gegnerteam gut sind, und versuche meinem Team, gerade wenn es nicht so skillstark ist, da so ein bisschen zu erklären, warum man wen fokussen sollte. Dann so, hier geht's schon. Hier, da war meine Laune ja schon echt. Könnt ihr euch ja vorstellen. Kein
Dankeschön, hier, also hier, Vinoro Guru, nächstes Mal sagst du sorry, ja, sonst weiß ich nicht, ob ich meinen Triggerfinger so unter Kontrolle hab, du alter Sack. Unglaublich, was manche Leute echt so machen. Ja, ich dachte mir jetzt so, was hier, ich weiß nicht, müsste ich, glaube ich, nochmal online stellen, habe ich noch nicht gemacht. Meine Taktik, die ich habe, wenn ich mit meinem AMX fahre, dann stelle ich mich hier von drüben in diesen Busch und dann macht ihr alles auf. Dann macht ihr alles auf, was hier durchgeht. Aber was heißt meine Taktik? Ich schneide das mal von meinem AMX-Game hier rein. Ich mache das mal. Also, jetzt kommt kurz mal die Sicht von meinem AMX aus dem anderen Game, nicht verwirren lassen. So, Kumarin von der anderen Seite gestartet, ne? Hatte ich euch ja gerade versprochen. Ich hab ja vorhin dahin gezeigt oder eben dahin gezeigt auf diesen Busch hier, ne? Also vorhin stand ich da hinten, ne? Und bin da lang gefahren. Und damit ich euch mal zeigen kann, was ein Scout ausrichten kann, der sich hier der gute Sichtweite hat und der sich hier in den Busch reinstellt, das ist nämlich echt verheerend. Das ist, ihr brettert hier ran, stellt euch hier rein, zieht euren Tarnnetz hoch, schärft die Binokulare hier und könnt hier richtig alles aufmachen. Das Blöde war jetzt in dem anderen Game, war jetzt für mich, dass ich noch nicht durchgeladen hatte, ne? Irgendwie, ihr seht ja, der lädt hier noch 4 Sekunden, 5 Sekunden, weil hier könnt ihr nämlich sogar, wenn kein Gegenscout dasteht, könnt ihr hier sogar schießen, ohne aufzugehen. Also das ist wunderbar. Der Jagdtiger hat hier echt keinen, kein, macht hier keinen Stich. Also da schieße ich leider nochmal in Sand. Aber ich meine, zieht euch das mal rein. Ich habe hier mittlerweile mit der Spotting-Position, mal abgesehen davon, was ich dort an eigenen Schaden gemacht habe, hatte ich hier jetzt. Guck mal, ich habe jetzt schon 800 Schaden und einen Kill gemacht, ja. Ich habe ein komplettes Magazin in die Gegner versenkt. Das ist schon Hammerposition. Also wenn ihr hier irgendwie in diesem Busch steht und da hinten alle langfahren, macht ihr die alle auf. Nur mal so als kleinen, als sozusagen Gegenbetrachtung, in welcher Situation ich mit der IS-6 vorhin war. So, jetzt weiter zum IS-6-Game. So, da haben wir also gesehen, das hier ist richtig gefährlich, hier zu langsam lang zu fahren, ne? Und mein Ansatz war ja, möglichst schnell von hier hinten sich beeilen, damit man hier durchkommt und ganz eng am Wasser fahren, damit man bloß nicht gespottet wird, weil der Gegner hat auch zwei Artis und da wollte ich jetzt echt nicht Futter sein hier. Und dann kommt der KV4 und dreht mich da noch fröhlich und deswegen bin ich jetzt hier auch stehen geblieben und habe jetzt hier gesagt, alles klar, mach hier einen Luckshot auf den WZ, was ganz cool ist, weil das war ja einer der besten Player von denen und denk mir jetzt aber so, scheiße, ey, du weißt, du warst jetzt sogar offen hier. Du musst jetzt echt dich bewegen hier und war mir echt so unsicher, was ich jetzt mache. Gut, da habe ich ein bisschen gepennt, da hätte ich einfach auf die Stelle weiter aimen sollen, da hätte ich dem noch eine verplätten können. Aber ich war ehrlich gesagt ein bisschen beschäftigt mit Arti ausweichen und aber zumindest ja, hier schlug nichts ein von der Arti. Hier sind keine Krater, hier hat es nicht geraucht, alles gut. Ja, sollte man natürlich auch nicht machen, dann die Bäume umfahren, wenn man sich vor der Arti verstecken will. Drei, So, zwei, werde wieder eins. von dem WZ wahrscheinlich aufgemacht. Hat mich schon echt tierisch genervt. Also ich habe dann so gesagt, ey, das Spiel ist doch gelaufen. Gleich knallen die Arti-Granaten rein und hier und da. Und da habe ich mir gesagt, Alter, der Commander versteckt sich hinter dem Holzhaus hier. Und dann dachte ich so, nee, ey, komm, du nagelst, lässt sie jetzt hier nicht wegnageln. Festnageln, du musst hier irgendwie, sieh zu, dass du nach da hinten kommst. Ich wollte nämlich hier hinten hin, guck mal, da auf den Stein, da in die Richtung, da wollte ich, weil ich die Windchance nutzen wollte als Hinweis und wollte mir sozusagen kein hektisches Game bescheren, sondern mich da jetzt erstmal snipernderweise hinstellen. Sag mal, AMX, ist das dein Ernst, was du hier machst? Ey, der steht, also weiter hinten kann man nicht stehen, ja, mit einem Scout. Ich weiß nicht, vielleicht ist dem nicht klar, wo die Map anfängt und wo die zu Ende ist. Ah, Hilfe! Nicht aufregen. Naja. So, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Drei, Ich bin hier nämlich zwei, aufgewesen und habe eins. mir gedacht, naja, scheiß drauf auf sein, dann begebe ich mich hier in Cover. Aber es ist natürlich dämlich gewesen, weil derjenige, der mich aufgemacht hat, der wird wahrscheinlich jetzt auch. Ich weiß nicht, wer mich aufgemacht hat. Der AT7 da hinten oder. Keine Ahnung.
Ich habe auf jeden Fall, ja, da war, ihr könnt euch vorstellen, spätestens hier an dem Moment, ich war angekommen, ich stand hinter meinem Busch, ich hatte da vorne Spotter, alles gut und ich hatte eine Scheißlaune, weil ich echt gesagt habe, Mann, ey, der KV4 dreht dich da noch, dieser Vollidiot, ja? Oder bin ich dem zu weit vorgefahren? Nee, also ich weiß nicht, zumindest kannst du dann anhalten, wenn du merkst, dass einer irgendwie vor dich. Egal, ich habe mich tierisch geärgert. Dann der AMX hier, wo ich so dachte, Scheiße, ey, Scout, was machst du da? Du musst vorne sein. Du bist unser Auge. Nee, und dann werde ich gespottet, bleib nicht unter der Brücke, weil ich Angst hatte vor der Arti und krieg einen Treffer. So, jetzt denke ich mir aber so, geil. T34, du altes Sackgesicht, ja? Ich habe zwar eine Russenkanone, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Und ey, ich meine, guckt euch das mal an. Die Russenkanone schießt nie genau. Die IS-6-Kanone schießt nie genau. Never ever. Und die trifft genau auf den Punkt. Und jetzt? Ist doch der Hammer, oder? Die schießt zweimal genauso präzise, wie man es braucht. Ist das geil. So, dann war meine Laune schon wieder ein bisschen besser. Dann habe ich mir gesagt, alles klar. Der T34 musste bluten. Der hat dir eine verpellt und du hast ihm zwei verpellt. Dann ist die Rechnung, ist alle chicky. Jo. Jetzt, wenn wir uns das jetzt da vorne mal angucken, der KV4 ist noch voll. Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht so ganz sicher, was der da vorne macht. Also, der steht da. Ich habe leider irgendwie, ich habe diese Free Cam wieder deaktiviert. Warum, weiß ich eigentlich nicht. Sehr schade auf jeden Fall. Muss ich mich mal drum kümmern. Er steht dort auf jeden Fall frei. Er steht frei irgendwie. Nicht wirklich mit Cover. Ansonsten da irgendwie. Ja. Ich weiß es nicht. Lass mal das Spiel mal weiterlaufen. Ich habe mir dann gedacht, alles klar. Ich bewege mich nicht einen Meter. Ich bleibe komplett hier hinten stehen. War aber eigentlich schon ganz angetan, dass es gar nicht so katastrophal stand. Ne? 4-4, dachte ich mir so, was geht? Also die rechte Seite wird gut gehalten. Wir halten hier ganz gut. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Hab dann immer ein bisschen hin und her geguckt, wo ich hinaimen muss, hinaimen möchte. Und jetzt seht ihr zum Beispiel auch mal so den Nachteil. Hätte der KV4, wäre der zurückgefahren, ja, hätte der realisiert, dass ich ihm Feuerschutz geben kann von hinten, dann wäre er dort hinters Haus gefahren, ja. Oder hätte dort gesidescraped, hat er aber nicht gemacht. Ist irgendwo auch Karma-Ausgleich vorhin zu der Scheiße, die er mit mir gemacht hat. Und insofern, so, da dachte ich mir so, geil, ein weiches Ziel. Hab tierisch Suppe gehabt. Habt ihr gesehen, wo der hingekommen ist? Der hat den ganz oben beim Tarnzelt irgendwie gerade noch so hingekriegt. Also das war super geil. Also in diesem Spiel wirklich so scheiße angefangen, so mental so scheiße. Aber da sag mal, bad things going, nee, good things going wrong, sagt man ja immer. Aber diesmal war es genau andersrum. So, was haben wir jetzt da? Wunderbar, wir haben zwei One-Shots und ich stehe im Cover. Was dachte ich mir so? Besser kann es nicht sein. Schießt du vorne drauf, schießt du untere Wanne? Ich so, nee. Da wartest du, damit du ihn beseitigen kannst. So, jetzt bin ich hier offen, aber ist ja auch kein Thema, weil ich habe ja meinen Stein. Und hier steht man jetzt vor dem Räumerwagen auf jeden Fall sicher und vor der Arti auch. So, Räumerwagen hätte jetzt allerdings ein bisschen intelligenter sein können und hätte hier auf den Busch schießen können, ne? Denn das war ja klar, wo ich stehe. Der sah mich ja, ich war ja offen. So, egal. Ich irgendwie 2200 Schaden im Sack und zwei Kills. Dann war ich schon total happy, habe ich total gefeiert. So. Ja, mein großkotziger Spruch jetzt im Chat noch so, who's next? Ne? Man muss ja den Gegner auch mal immer ein bisschen einschüchtern, ne? Wenn es gerade so gut läuft. Weil ehrlich gesagt hatte ich einen Höllenrespekt vor dem WZ-131. Ne? Der hat zwar jetzt nur noch 400, das kennt er ja, ne? Wenn er die Alt-Taste drückt bei dem Pro-Mod hier, dann könnt ihr hier oben ablesen, welche Tanks, die offen waren, noch welche Hitpoints übrig haben. Und der WZ-131 hat noch 463 über. Was ja schon mal ganz gut ist, weil er damit, ich sag mal, ja, im besten Falle vielleicht sogar ein One-Shot für mich wird, aber eigentlich eher ein Two-Shot. Und das spielt nachher auch noch eine Rolle.
Interessanterweise. So, was dachte ich mir jetzt so? Irgendwann hier dachte ich mir so, Mensch, langsam machst du mal das, ja genau, hier, langsam machst du mal das Gold rein. Ne? Ich habe auf die Taste gedrückt, dass nach dem nächsten Schuss das Gold 5, geladen wird, 4, weil ich mir dachte, 3, jetzt muss 2, jeder Schuss 1. sitzen. 9-9, da ist kein Vergeben mehr. Ich möchte jetzt kein Risiko eingehen. Mir war jetzt erstmal nicht so ganz klar, wer mich aufgemacht hat, aber höchstwahrscheinlich war es der Junge da auf der Mittelinsel, auf den ich aber kein Ziel habe. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, mit den Mates stehe ich ja und mit den Mates stehe ich ja ganz gerne hier an dem Berg. Und da dachte ich mir so, okay, komm, ich habe ja noch relativ viele Hitpoints, ich kann mir einiges erlauben. Ich fahre jetzt einfach mal daran, da bin ich näher am Geschehen. Vielleicht kann ich die Hellcat da, vielleicht kann ich der noch irgendwie eine reinmümpeln. Und hier habe ich zumindest auch ein bisschen Cover. Und gucke ich mal, dass ich da was aufmache. Dachte mir jetzt, oder bin jetzt sogar irgendwie ein Stückchen hochgefahren gleich. Stelle mich oben auf den Berg, weil ich halt einfach gucken wollte, ob ich da noch was aufmachen kann. Ne? Der Jagdpanther, der ist da rechts von uns. Und der steht auch nicht sehr viel weiter vorne als ich. Kann nicht so richtig aufmachen. Dachte ich mir so, okay, alles klar. Richte mal die Wanne so nach links aus, weil die Jungs wahrscheinlich wenn dann von links schießen. So, Hellcat ist irgendwie aber hinterm Stein für mich. Schade, schade. Und wird auch von dem Jagdpanther beseitigt. Dann habe ich mir gedacht, okay, alles klar, ich fahre jetzt vor. Ich habe noch viele Hitpoints. Wer ist noch übrig? Der WZ hat wenig, der Indienpanzer und die beiden Artis. Also, so, dann schreibe ich nochmal in den Chat rein. Jungs, passt auf, WZ ist ein guter Player. Ich muss mal ein bisschen sauberer schreiben. Da sind immer noch irgendwelche anderen komischen Zeichen dabei, wenn ich schreibe, was ja nicht so cool ist, wenn das dann einer nicht versteht. So, stehe jetzt hier und viel passieren tut aber nicht. Es sei denn, da hinten geht einer hinterm Berg auf, ja, aufgemacht vom T34. Kann ich natürlich überhaupt nicht mit anfangen. Und dachte mir jetzt so, alles klar. Hier ist ja so eine Hügelkette, ja, so ein kleiner Berg. Ja, wartet mal. Uah. So, da habe ich jetzt gedacht, so, alles klar, warum aimt diese Scheißkiste nicht? Warum aimt der nicht? Warum aimt der nicht? Und habe 3, dann irgendwie zu spät 2, geschossen. 1. Schade eigentlich, weil da hätte ich noch einen Kill abstauben können. So, und jetzt geht der WZ auf. Und aber ich dachte mir so, alles klar, pass auf, ich habe noch 960 Hitpoints, 5, gib alles. 4, War schön 3, angewinkelt 2, und der hatte 1. keine Chance. So, jetzt dachte ich mir so, alles klar, nicht ängstlich sein, weil eigentlich scheißegal, der kann überhaupt nichts mehr. Also der kriegt mich ja gar nicht mehr klein. So, dann habe ich Auto-Aim angemacht und habe gesagt, scheiß drauf, schießt ihr mal alle auf mich. Hab ihn dann beseitigt. Hatte ja auch hatte Gold drin und hab mir gesagt: So, ey, mit Auto-Aim kommst du ja auf jeden Fall bei dem überall durch. Das dürfte nicht das Problem sein. So, damit war der aus dem Spiel. Und dann wollte ich eigentlich mir die Arti holen, weil ich irgendwie noch ein bisschen Damage haben wollte. Aber leider war sozusagen da, wo ich hingefahren bin, war keine Arti. Naja. Ja. Nee, also ich dachte mir ehrlich gesagt, guck mal auf die Minimap. Ich dachte mir, dass die Arti hier irgendwie sich in der Ecke verstoppelt hat, aber im Endeffekt geht sie jetzt da auf. Also, seht ihr, da. So, wird damit auch beseitigt und damit war das Game gelaufen. Also, ja, eigentlich ein sehr, ich fand es ein sehr, sehr interessantes Game, weil es mal wieder gezeigt hat, dass Windchance nicht alles ist, aber auch genau richtig gemacht, defensiv hinten gestanden, die beiden One-Shots da abgestaubt. Gut, klar, der KV-4, dem hätte ich natürlich supporten können da vorne, aber ehrlich gesagt, mit der Dreheraktion, weil der mich da zur Seite gerammt hatte, hatte ich wenig Lust, dem zu helfen. Und insofern war die Geschichte für mich so perfekt. Jo, also. Sehen wir uns gleich in Aftergame-Stats, und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was über die Werte. Bis Na gleich. klar. Eine Victory. Ja, das war ein Sieg, haben wir ja alle gesehen. 77.000 Credits roundabout habe ich bekommen. 2.700 Doppel-XP. 3 Kills konnte ich machen. Ich ja, stehe vom Schaden her ganz oben, von den XP nicht ganz oben, weil ich mir das selber nicht gespottet habe, denke ich mal.
So, der Detailed Report zeigt noch was ganz Interessantes. Das ist mir eben im Spiel noch gar nicht aufgefallen. Ich habe aber gleich nochmal einen Videoschnipsel, den ich ranhänge hinten. Denn ich habe, ja, ich habe einen Alliierten beschossen. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen im Game. Also, ja, ich zeige euch gleich nochmal, wann und wo das war. Also sehen wir uns gleich nochmal im Videoschnipsel. Bis gleich. Muss ich direkt nochmal reingehen. Ihr könnt euch erinnern vorhin, Indienpanzer. Dort hinten. Ich sehe ihn, ich fange an zu aimen. Er aimt. Ich mache mal hier ein bisschen Zeitlupe und ihr seht, hinter dem Indienpanzer steht ein T-34. Den habe ich vorhin überhaupt nicht gesehen. Und vor allen Dingen, was ist noch viel lustiger ist, Commander Jensa aimt. Ja, Moment, wir müssen mal vielleicht mal so ein bisschen schneller. Genau. Ich kling den Schuss raus. Und guck mal, wo der hingeht. Ah, ich habe den T-34 erwischt. Sorry dafür, T-34, nochmal im Nachhinein. Das wollte ich nicht. Ich wollte auf den Indienpanzer. Ich hatte nicht vor, dir eine reinzuzwiebeln. Naja, so ist es manchmal. Manchmal kann man, ist es gut gemeint. Also das Gegenteil von gut ist gut gemeint, sagten früher immer meine Lehrer. Ja, naja, dies noch so als kleinen Nachtrag, was ich vorhin gar nicht gesehen hatte. Und wünsche ich euch noch eine schöne Nacht, Tag, wo es auch immer ist, wenn ihr es seht. Und bis zum nächsten Replay, Gast-Replay, Commentary oder was auch immer. Macht's gut, bis denn.